So, lass mal gucken. Ich weiß ja nicht, wo wir stehen geblieben sind. Wir müssen die Pferde tränken. Ah, lass mir in Ruhe. Muss hier ja nicht. Einzige Vieh, was ich fütter, ist Plötze. So. Ah, gut. Gucken wir mal. Genau, wir waren ja, wir haben ja jetzt alles reingepackt. Wir hatten die Greifenschulen-Ausrüstung. So rum. Ist das Inventar? Juhu, Inventar ist wieder schön. Guck mal, so muss das sein. So will ich das sehen. Das funktioniert alles. Mensch. Bin begeistert. Jetzt sehen wir unten auch unsere Vitalität. 4700. Letztes Mal nicht gesehen. Machen wir gleich nochmal. Gleich nochmal meditieren hier. Wie ich das sehe. Ich weiß gar nicht, wenn ich das jetzt da reinlege. Machen wir so. Ah ja. Kann ich das unten machen? Sehr gut. Cool. So, genau. Wir hatten ja beim letzten Mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei den Quests abgeschlossen, die Schatzsuche mit der Greifenschule. Da haben wir ja auch schon hier Greifenschule Teil 1, also die Verbesserung. Ne? Aber wir können ja noch nicht mal die normale Greifenschule anlegen und ich bin mir auch nicht so sicher, ob das für unseren Spielstil gut ist. Weil ich ja nicht so krass auf die so krass auf die Zeichen gehe. Ups. Ne, also das einzige Zeichen, was ich hier gelevelt habe, ist Täuschung. Könnte man sich tatsächlich mal überlegen, ob man darauf mal ein Spiel aufbaut irgendwie. Also wenn man es dann nochmal spielt, ne? Dass man dann sagt, okay, man skillt tatsächlich hier die Zeichen und geht dann auf die Greifenschule, dann sind die Zeichen natürlich krasser. Also die Greifenschule macht Zeichenintensität plus und die kann man auch verbessern, ich glaube viermal oder dreimal und ja, da wird das ziemlich, also wird das noch ziemlich stark hier, was mit den Zeichen zu zaubern ist. Also wenn man dann so ein Quent zaubert, so ein Schutzschild, dann hält das schon einiges aus. Also da muss schon ordentliches Vieh auf euch einprügeln, dass der Schutzschild wieder aufgehoben wird. Allerdings spiele ich gerade auf Kampf. Also das war hier präzise, also das war hier die schnellen Angriffe ausführen. Auf den Wirbel hier kommen. Ich finde den eigentlich ganz cool. Und das war hier drüben bei der Kriegstrance auch noch durchkommen. Da kriegen wir dann nämlich Adrenalin und Unsterblichkeit und sowas. Das finde ich eigentlich auch immer ganz cool. Und mit den Adrenalinpunkten, die wir hier generieren, können wir dann hier die Wirbel halt immer machen. Und ja, das ist ziemlich OP eigentlich. Also so für... Na, ich sag mal, für mehrere Mobs, ne? Also so für mehrere Gegner. Für einzelne würde ich dann hier den starken Angriff noch mit reinnehmen. Mal sehen hier mit Zerfleischen. Genau. Aber wir müssen ja sowieso erstmal leveln. Mal schauen, was wir hier... Ich weiß gar nicht, also Schatzsuchen hatten wir ja jetzt, glaube ich, nicht mehr so richtig. Genau, hier müssen wir erstmal nach Kaer Morhen hin irgendwie kommen. Da müssen wir, glaube ich, Hauptquests spielen für. Und ja, ansonsten haben wir noch die Katzenschule hier in Novigrad. Das ist Level 17. Aber ich glaube, bevor wir nach Novigrad gehen, wir haben ja auch noch einen Hexerauftrag. Den können wir auch noch. Achso, genau. Ich kehre in einer Woche zurück hier. Also da haben wir auch nichts mehr. Boah. Weiß ich ja jetzt nicht. Schwerter und Knödel. Okay. Ja. Von mir aus können wir erstmal ein paar Nebenquests machen. Erstmal zum Reinkommen. So ein paar. Ja. So, naja, Gwind würde ich jetzt erstmal vernachlässigen. Können wir vielleicht mal eine Gwind-Session machen oder so, wo wir dann nur Gwind spielen. Mal sehen. Ansonsten würde ich hier erstmal die ganzen.
die ganzen kleineren Nebenquests hier machen, dass wir vielleicht die Level da noch kriegen. Und 4 die fliegenden Fäuste vielleicht noch machen. Und dann schauen wir mal weiter. Ja. Besiegen wir erstmal hier die Monster, würde ich sagen, und dann gucken wir weiter, wa? Machen wir. So. Muss er hier erstmal hinrennen. Trinkt für ein ganzes Bataillon, seit seine Familie verschwunden ist. Ein ganzes schärfstes Zeug, ohne mit der Wimper zu zucken. Woher hast du das noch gleich? Ja. Dann schauen wir mal. Was ist das dunkel hier? Ich glaube, ich muss mal kurz einmal kurz die Anzeige hier ein bisschen heller machen. Das bei euch jetzt aus? Nicht, dass ich das überhell mache. So. Sego wenigstens mal. Ja, bei euch sieht es auch gut aus. Wir sind vertrimmt worden wie ein Novigrader Hure. Eigentlich, dass ich hier die ganze Zeit gegen irgendwas gegenrenne. So, schauen wir noch mal. Wir haben ja hier in Lindenaal oder sowas, ne? Lindenthal, so. Lindenthal haben wir ja was. Ein paar Notizen. Die Notizen auch immer mal einsammeln. Da, worum geht's denn? Achso. Was soll aus mir werden auf meine alten Tage? Ein Bauernrübel verwehrt mir ein Dach überm Kopf. Okay. Ich bin die Tochter eines Edelmannes. Mein Bruder und ich, wir haben das Herrenhaus jahrelang verwaltet. Was ist mit ihm passiert? Eines Tages kam ein Reisender, ein Jäger. Wir haben uns verliebt und kurz darauf geheiratet. Wir wollten das Herrenhaus verlassen. Mein Bruder war beleidigt und hat mich nicht mal verabschiedet. Jahre später kam ich zurück, habe ihn aber nicht gefunden. Die Leute sagen, Monster hätten sich in unserem Haus eingenistet. Ich könnte mich um die Monster kümmern. Hm, du bist ein Hexer, richtig? Kein normaler Mensch würde das tun. Keine Sorge, für mich sind alle gleich, solange sie ehrlich sind. Das Haus liegt östlich von hier. Nimm den Schlüssel. Wenn du die Bestien vertrieben hast, such nach einer Truhe. Das ist mein Schatz, mein Erspartes. Es gehört dir. Und was ist mit dir? Ich brauche nur ein Dach über dem Kopf. Und wenn's notwendig ist, kann ich andere Erbstücke verkaufen. Ihr Hexer arbeitet ja nicht umsonst. Ich würde dich nie ohne ehrliche Bezahlung gehen lassen. Die Götter beschützen dich. Okay. Na, dann gucken wir mal, was das für ein Monster sein soll. Wichtig. Ja, dann gehen wir doch von Niederwür hier unten, gehen wir nach oben, ja, und gucken uns das Anwesen nochmal an. Schauen. Kann ja wirklich nicht so krass sein, ne? So, Bär. Bär hier getötet. Zack, zack, zack. Sehr gut.
Machen wir mal zum Reinkommen hier erstmal einen Bär töten, ne? Was soll der Geiz? So, das hier sieht doch so aus wie ein anderes. Das muss das Herrenhaus sein, das die alte Frau meinte. Okay, hier sind Geister. Das Herrenhaus hat neue Bewohner. Boah, die Geister waren ja jetzt nicht so krass, wa? Alles in Ordnung, ja. Das nehmen wir noch mit. Hier ist nichts. Erstmal da drüben den Schlüssel finden, glaube ich. Da gehen wir erstmal da oben rein. Ich glaube, da ist noch ein Gegner. Ne, der ist weiter weg. Okay. Hm. Sehen wie Zwillinge aus. Das muss der Bruder der alten Frau gewesen sein. Sind wieder Wölfe, glaube ich. Noch ein Becher hier. Aber hier scheint jetzt nicht weiter zu sein. Okay. Hier noch. Und hier noch so geht. Mal sehen, was sich damit aufsperren lässt. Schlüssel. So, da haben wir noch die eine Tür. Und die Bücher müssen wir auch immer lesen. Ein Tagebuch. Und ziemlich abgenutzt. Ein Tagebuch. Okay, na ja gut. Oh,
war ja jetzt nichts Krasses. Die Wölfe sind noch weit weg. Hier hat mal jemand gewohnt. Dolores. Hier ist was. Eine Truhe. Cool. So, ist das nice. Haben wir 100 Gold für gekriegt. Ist doch gut. Aber mehr ist hier auch nicht, wa? Das heißt, wir können jetzt da wieder zurückgehen, ne? Ja. Na gut, dann gehen wir da wieder zurück. Ja, war ja schnell getan, die Arbeit. Waren ja nur ein paar Geister. War ja jetzt nicht so krass. Wir kriegen da vielleicht Schafsfell. Dann hätten wir uns die Börse ein bisschen aufbessern können, so. So, wieder kein Product Placing hier. Hat man doch gesehen, so Mist. Ah, ich bin nicht gut in sowas. Guckt nicht hin. Ach, guck mal, die sitzt in der Taverne, oder was? Warum so eilig? Du bist zurück? Was ist aus meinem Haus geworden? Ja. Dort ist es jetzt sicher. Ich danke dir. Das bedeutet mir sehr viel. Und hast du zufällig meine Truhe gefunden mit meinem Schatz? Ja, eine ziemlich großzügige Belohnung. Du hast dir alles redlich verdient. Ich sollte mich auf den Weg machen. Mögen die Götter dich leiden. Ja, cool, nett. Oh, 22 Erfahrungspunkte, Mensch. Schon mal von vorbeugenden Arschtritten gehört. Na Mensch, da haben wir jetzt ja richtig krass gelevelt, muss ich ja sagen. Na gut. So, machen wir Kira Metz hier oder was? Mal gucken hier, was die will. Die alte Saufnase, die. Okay. Dann gehen wir da. Nochmal gucken, ob sie diesmal was anhat, wa? Das ist wirklich so krass, ey. Also entweder liegt am Hexer-Dasein oder an Geralt. Eins von beiden, aber überall, wo der auftaucht, ziehen die Leute sich aus, ey. Das ist so krass. Ob Mann und Frau, völlig egal, die ziehen sich alle aus. Die Ratten. Wozu hat er sie gebraucht? Verfluchte Viech. Jo. Okay. Kera, was machst du? Geralt! Hast du mich aber erschreckt.
Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Ja, okay, wir haben ja ziemlich viel. Gucken wir erstmal, was wir kaufen können. Wetten, dass die alte Hexe, die hier gelebt hat, einige interessante Dinge zurückgelassen hat? Das hat sie. Du willst wohl einen Blick darauf werfen. Ja, sehr gerne. Ah, damit meinen die doch nicht nur. Mann. Trank der... Ui, cool. Damit können wir alle Fähigkeitspunkte zurücksetzen. Trank der Leerung. Den würde ich ja fast sogar pro forma einfach schon kaufen. Oh, und hier so eine krassen Runensteine. Die kosten aber auch schon eine ganze Menge. Was hat ihr denn hier an Schema da? Achso, kleiner Runenstein. Okay, das sind hier die ganzen Runensteine. Ja. Glyphe. Okay, alles Glyphe. Bestimmung von Ausrüstung und Gegenständen verwendet. Giftextrakt. Okay, krass. Bestienöl. Und Chordköder. Cool. Das kennen wir schon. Okay, aber die kosten ja nur ein paar Gold hier. Die Zusatzinformationen nehmen wir mal gerne mit. Was haben wir hier? Nordwind. Rezept. Okay, das ist noch eine Bombe. Cool. Eine Bombe. Ja, guck mal, die kosten ja auch nur 38. Nein! Echt jetzt? Ist mein Spiel schon wieder abgeschmiert? Jo. Cool. Okay. Das läuft ja wieder. Tja, ich weiß jetzt nicht, wo der gespeichert hat. Ist jetzt doof. So fürs. Genau, ja. Auf der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, stieß Geralt auf eine alte Freundin, Keira Metz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von so einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht, im Gegensatz zur wilden Jagd. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus, so schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Keira ihn auf die Spur der Mumen vom Buckelsumpf ansetzte. Die Ratten. Wozu hat er sie gebraucht? Ah ja, okay. Verfluchte Viecher. Lieber stopfe ich sie mit Gift voll oder schlag sie zu Brei, aber... Okay. Keira? Gut, die kennen Geralt! Wir. Ist das die Lampe? Die Unterhaltung. Unwichtig. So. Wetten, dass die alte Hexe, die hier gelebt hat, einige... Das hat sie. Ja, sehr gern. Ja. Kennen wir alles. So, wir wollten jetzt die drei Bücher haben. Wir wollten den Köder und das Bestienöl. So, und dann müssen wir weiter gucken. Was haben wir denn hier noch? Verchemische Zubereitung. Mondscherben. Okay. Okay, und dann hat die halt hier noch ganz viel Zeug. Was auch alles krass viel Gold kostet. Ja, gut, also wenn wir spezielle Sachen brauchen, wissen wir jetzt, wo wir sie finden. Den Trank der Leerung, der ist natürlich auch nice, ne? Können wir dann bei der irgendwas verkaufen? Hat die dann alchemiemäßig so?
Wenn ein einzelner Treffer mehr als ein Drittel der Vitalität kostet, wird ein Quenchet. Achso, das hatten wir ja schon gesehen. Erscheinungsabsolut. Geralds Maximum wird durch jeden getöteten Gegner erhöht. Die Erhöhung hält an, bis Geralt meditiert oder eine Schnellreise unternimmt. Cool. Das ist ja auch nicht schlecht. So, okay, halt die Zeichenintensität. Was haben wir hier noch? Tränke kann man noch machen. Goldener Pyrol und Mariborwald. Beschleunigt die Ausschüttung von Adrenalin, okay. Limitiert Gifte, okay. Was brauchen wir hier? Wasseressenz. Katze ist ja nicht schlecht. Katze würde ich gerne machen. Öl, ne? Ein bisschen Öl kann man noch machen. Leider auch alles nicht. Verbessert, das kann man kaufen tatsächlich. Dann können wir das verbesserte Insektenöl machen. Ja, machen wir doch. Hier, wir können auch das Reliktöl. Die hat alles da, nice. Kaufen wir das. Können wir nämlich auch das ganzen Öle hier mal machen. So, das kann man leider nicht. Büffelgras hat sie nicht. Das hat sie auch nicht. Okay, schade. Erhöht die Sauerstoffversorgung unter Wasser. Achso, das kann man leider nicht. Okay, cool, Monster gut. Okay, na gut. Jo. Warum wolltest du die Lampe? Du hast gerade gesehen, warum. Um mit verlorenen Seelen zu kommunizieren. Ich wusste nicht, dass du dich für diese Art Magie interessierst. Hast du ein Problem damit? Warum hat der Elf dir die Lampe versprochen? Es war ein Handel. Er brauchte mächtige Magie und hat geahnt, dass ich mehr kann als Warzen wegzaubern. Ich brauchte ihm einen Trank, um den Abbau von Nervengewebe zu verzögern, Amnesie zu verhindern und derlei. Für wen war der Trank gedacht? Das hat er nicht gesagt. Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Oder das uralte Bündnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern? Nein. Ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Die Unterhaltung kennt du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Hexenjäger, schon gehört? Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen, Bücher verbrennen, Wahrsager aufknüpfen, Kräuterkundler foltern. Immer diese Aufzählungen. Zu einem anderen Thema. Also die Fragen hier, die haben wir, glaube ich, schon mal gestellt. Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Okay. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Viserat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Hier und da. Warum bist du so versessen darauf?
Bin ich doch gar nicht. Die Bauern sind es. Die Insel, gute Frau, du musst den Fluch brechen. Du bist eine gute Hexe, so mächtig. Immer dasselbe. Hm. Weißt du, ich dachte, du scherst dich nicht um die Leute hier. Du mächtige Hexe. Wenn ich's nicht schaffe, bin ich in ihren Augen nicht mehr mächtig. Sie werden nicht mehr riskieren wollen, am Galgen zu landen, um mich zu verstecken. Also geht es nur darum, was andere denken? Deinen Ruf? Der Punkt ist... Ja. Hör zu, ich bin nicht in die Wildnis geflohen, um mich fangen zu lassen, weil irgendein Trottel mit dreckigen Fingernägeln sich über mich aufregt. Also die Bauern, die zu der Insel gefahren sind. Hat dieser Herrscher sie umgebracht? Im Dorf wird gemunkelt, er hätte sie vergiftet. Ein wahrer Ehrenmann. Mhm. Ich habe ihn nie getroffen, aber er schien kein grausamer Mann zu sein, nach dem, was mir der Magier von der Insel erzählt hat. Ein Magier lebte auf der Insel? Kennst du ihn? Wo ist er jetzt? Wir waren befreundet. Leider ist er auch an dem Tag gestorben. Nur wenige haben überlebt. Und diejenigen, die von der Insel fliehen konnten, starben bald darauf qualvoll. Sie scheinen aber nicht vergiftet worden zu sein. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast. Du kannst sie danach gern behalten. Zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Okay, cool. Schleppt eine ganze Menge mit uns herum. Aber wir haben von Gera richtig viel bekommen, ne? Also einmal dieses Auge, jetzt die Lampe. Kannst du nicht einfach mitkommen? Ich hab mal versucht, zur Insel zu fahren. Dachte, mein Kopf würde zerspringen, so stark war der Fluch. Okay. Reizend, dass du mich dorthin schickst. Ich bekam Nasenbluten. Bei dir wird höchstens dein Medaillon zucken. In der Aretusa habe ich gelernt, selbst die kleinsten magischen Regungen zu erkennen. Das hier hat sich dagegen wie ein Dreschflegel angefühlt. Interessant. Ich dachte ja, du stehst auf sowas. Nimm mein Boot. Es liegt am Ufer, nicht weit vom Dorf. Es müsste intakt sein. Immer diese unterschwelligen Sachen. Wenn der Moder nicht zugeschlagen hat, wie bei fast allem hier. Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Hm. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Okay, cool. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Hab noch nie von einem Xenogloss gehört. Funktioniert wie ein Megaskop, aber es ist weitaus handlicher. Stell dir ein magisches Kästchen vor, das spricht. Schwer herzustellen? Sehr. Darum sind sie so selten. Ich könnte sowas jedenfalls nicht bauen. Also keine Chance, dass diese Xenoglosse populär werden. Dass jeder Magier so eins haben kann. Nicht die geringste. Okay. Und wo hast du diesen Xenogloss her? Hab ihn in der Mine gefunden, zusammen mit der Lampe. Hielt ihn zuerst für einen Teil der Lampe. Hab erst später gemerkt, was es ist. Okay, cool. Meinst du, er gehörte dem Elfenmagier? Ganz sicher. Aber ich habe nicht gewusst, dass die Elfen sowas benutzen. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Hm? Danke. Mann, Mann, Mann. Cool, Questgegenstände haben wir gekriegt. R1... Können wir das? Ja. Okay. Das kennen wir ja alles. Gut, na dann. Auf jedes. Wie weit ist es denn? Steht hier. Irgendwo auch mal eine Entfernung.
Achso, cool. Ganz andere Quest. Ah hier, ein Turm voller Ratten ist das jetzt. Okay. Ja, gut. 100 Meter. Verdammt! Netzen wir uns durch hier! Einer Trunkener nach dem anderen. Kommt ran! So, hier ist das Boot. Anscheinend. Kennen wir ja mit dem Boot. So. Eine Bootfahrt, die ist lustig. So, jetzt eine Angel dabei haben. Bestimmt Karpfen. Und Aale. Cool. Okay. Könnt schnell reisen damit. Okay, cool. Hütte des Bootsbauers. Okay, gut. Das ist, ja. Ist jetzt keine große Auswahl. Leider. Noch nicht. Mal gucken. War leider noch so hin segeln. Aber ist auch in Ordnung. Oh, ein bisschen Boot fahren hier. Nur ein bisschen die Landschaft erkunden. Hey, halt! Hörst du mich? Ist alles in Ordnung? Wo bist du? Bin fast da. Wunderbar. Ich melde mich bald wieder bei dir. Warte. Dieser Xenogloss. Kann ich mich damit auch bei dir melden? Oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meiner weiblichen Intuition vertrauen. Deiner was? Meiner weiblichen Intuition. Wunderbar. Dieser Sarkasmus, ey. Das ist wunderbar. Weibliche Intuition. Das ist sowas Tolles. Okay, da sind Modernhaut. Ja, dann packen wir das Ding einfach mal hier. Schnell loslassen. Zack. Gerald? Bist du schon auf der Insel? Funktioniert der Xenoglos? Hörst du mich? Was? Ich höre nichts. Na toll, schon kaputt. Mist. Verdammt kurz. Dankeschön. Was hast du gesagt? Es gibt ein paar Störungen. Du musst sehr vorsichtig sein. Ja, darf ich erstmal die Viecher hier töten? Danke. Hier gerade dunkel. Wir müssen eh mal meditieren, damit unsere Sachen wieder aufgefüllt sind. So. Okay. Auch nicht viel heller gerade. Noch eine Modernhaut. Geht die Sonne auch auf? Tat. Nee. Können wir alle die brauchen? Den ganzen Kram. Wie viele Sachen sind denn hier? Hallo. Erstmal alles anlocken hier. Au. 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 Au.
Er kam von hinten, die Ratte. Ich sah jetzt nichts weiter. Doch, der eine dann. Was du zu bieten hast. Fuck. Der hat da ja nicht viel Leben. Jo, das war ja schon mal crank. Ach du Scheiße. Dann nehmen wir erstmal die beiden hier. So dunkel hier. Ich sehe gar nichts. Coole. Chemie machen. So, jetzt können wir erstmal gucken, ja, ob wir noch was finden. Ja, guck mal, da ist er. Zwergenschnaps. Muss mal die ganzen Hütten hier suchen. Eine frische Leiche. Er muss eine Weile nach dem Tod des Adligen gekommen sein. Okay. Ich glaube, wir wollen nicht
Die wollen mich stechen, da die fliegen. Hier waren wir, glaube ich, schon drin. Ich sollte Keiras Lampe benutzen. Sie sind hinter uns her. Sie werden Gaham nicht reinlassen. Still, du Idiot! Halt den Rand, sonst hört dich der Adelsfritze! Okay. Ah, der sitzt auf seinen Seidenkissen, stopft sich bestimmt gerade Fleisch rein. Und hat keine Ahnung, dass wir ihn gleich in Fetzen reißen. Die Luft ist rein, Jungs! Los jetzt! Auf jeden Fall ein Schnellreisepunkt hier. Kein Wunder, dass Kira hier nicht mehr kommen wollte. Wasser heizt. Ah, ich bin noch ausgewichen. Was sie wohl hergeführt hat? Hunger oder Gier? Ist es nicht meistens ein bisschen von beiden? Nee, das hat sich aber gelohnt. Ich glaube, wir gehen erstmal hier einmal rum. Schick. Gibt's da eine ganze Menge. Bevor das Spiel wieder abschmiert. No. Okay. Ein bisschen looten hier. Zuckerras mitnehmen. Das ist bestimmt durch den Fluch hier so dunkel. Nice. Wieder so ein Fliegenschwarm, ne? Okay, ich glaube, wir haben jetzt hier erstmal alles. Rum eingesammelt.